Vielleicht kannst du uns mal von der Lebensangst erzählen und wie man die ja, bewältigen kann in seinem Leben. Was ist die größte Gefahr da und wie sind so deine Erfahrungen und Menschen, die zu dir gekommen sind, um das zu überbrücken? Ja, lass mal laufen. Ja, es läuft already. Okay. In Bezug auf die Lebensangst, die die Menschen haben, die Lebensangst, die wird durch Philosophien, Religionen und Sekten und sonstige Ideologien wird die aufgebaut. Und zwar aus dem Grunde, weil die Verantwortung des Menschen abgeschoben wird auf eine Gottheit oder auf Heilige oder Engel oder was es sonst auch immer ist, dann sind die Menschen nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu denken. Sie denken nur noch in dem Rahmen, der ihnen vorgeschrieben wird durch die Religionen, Sekten, Philosophien und Ideologien. Der Mensch muss aber aus sich selbst heraus seine Gedanken pflegen, seine Gedanken erlernen und die entsprechenden Gefühle daraus erschaffen. Und erst dann vermag er sich von dem zu lösen, was ihm die falschen Lehren, die Irrlehren bringen, die ihm eben die Angst einhämmern. Und diese Angst ist es, die zur Lebensangst wird beim Menschen, weil sie in einer Rolle drin leben, die ihnen die eigene Verantwortung abspricht, wegnimmt, die sie eigentlich selbst tragen, erleben und leben müssten. Denn die Religionen und Philosophien, Ideologien und Sekten, die schreiben vor, durch irgendwelche Grundsätze, Lehrsätze, Dogmen und so weiter, dass über dem Menschen eine Macht steht, die strafend ist für alles und jedes, das nicht in dem Rahmen getan wird, was diese Macht oder respektive diese Gottheit vom Menschen verlangt. Die Wirklichkeit, da der Mensch selbst die Verantwortung tragen muss und selbst alles arrangieren muss, erdenken muss, erfühlen muss und so weiter und so fort. Das führt dazu, dass er auch in dem Rahmen zu denken beginnt, wie das notwendig ist. Der Mensch kann also nur frei von Lebensangst werden, wenn er die eigene Verantwortung wahrnimmt und diese eigene Verantwortung auch auslebt und für sich selbst denkt, sowie natürlich auch für den Mitmenschen, für die Nächsten und so weiter und so fort. Nicht jedoch für eine Religion, für einen Gott und so weiter und so fort, sondern immer nur darauf bedacht, selbst die Verantwortung zu tragen, selbst verantwortlich zu sein für jeden Gedanken, für jedes Gefühl, für jede Idee und für jede Handlung und für alles Wirken, was er selbst durchführt, was er vornimmt und so weiter. Was ist aber, wenn du jetzt von zu einem Zuhause kommst, wo du missbraucht wurdest, wo deine Identität nach unten gedrängt wurde oder zerschlagen wurde, dann hat das ja nicht wirklich was mit Religion zu tun. Wie siehst du das? Da ist auch eine Lebensangst eigentlich. Wenn ein Mensch durch die Eltern oder die Geschwister oder die Verwandtschaft niedergedrückt wird, psychisch kaputt gemacht wird und auch eventuell noch bewusstseinsmäßige Schäden in Erscheinung treten dadurch, dann ist es jedem Menschen möglich, und wenn er noch so kaputt ist in seiner Psyche und in seinem Bewusstsein, in seinen Gedanken und Gefühlen, ist es absolut für ihn möglich, dass er sich selbstständig, wenn er die eigene Verantwortung wahrnimmt, sich selbst wieder aufbauen kann und zum freien, frohen Menschen werden kann. Dazu ist es aber notwendig, die Wahrheit zu akzeptieren, so wie sie tatsächlich ist, dass die Eigenverantwortung maßgebend ist dafür, wie der Mensch lebt und was er lebt. Wenn man immer nur von sich selbst zu dem eigenen redet, wo ist denn da eigentlich die Verbindung zur Brüderlichkeit, zu Mitmenschen, Mitgefühl, Liebe um die Umgebung?
Ich höre immer nur davon, dass man sich selber reinigen, sich selber im Klaren sein muss. Wie ist denn da der Bezug zur Außenwelt? In Bezug darauf, wenn der Mensch von sich selbst redet. Ich spreche jetzt bezüglich der Lehre, die sagt, dass der Mensch zuallererst auf sich selbst schauen muss. Wenn es also so ist, wenn der Mensch von sich selbst redet, was er selbst erarbeiten muss oder selbst zu Wege bringen muss, selbst in sich bewirken muss, dann hat das seinen Grund darin, dass er, wenn er als wirklicher Mensch leben muss, zuallererst selbst in seiner Psyche, in seinem Bewusstsein, in seiner Persönlichkeit, in seinem Charakter und Ego sowie in seinem Körper selbst fit, froh und gut sein muss, ein Wohlbefinden für sich selbst aufbringen können muss, Freude für sich selbst, Liebe für sich selbst, Mitgefühl für sich selbst. Und erst wenn das erarbeitet ist, ist es möglich, sich auch dem Nächsten in gleicher Weise zuzuwenden und ihm diese Werte, die selbst erarbeitet worden sind, diesem wiedergeben zu können, um ihn aufzubauen, um ihm zu helfen, den gleichen Weg zu gehen, sich selbst zu werden. Nur auf diese Art und Weise ist es eben möglich, dass der Mensch Mensch sein kann und auch menschlich sein kann. Also wenn ich zum Beispiel, ich hatte mit deinem Sohn ein Interview gehabt und wir hatten darüber geredet, dass er sich ein bisschen, ja, wie gesagt, allein gefühlt hat, alleingelassen gefühlt hat, indem er diese schwere Last mittragen musste, als Außenseiter sozusagen Sohn eines Vaters zu sein, der mit Außerirdischen spricht, der Lehren aufbaut, wurde er nicht irgendwie da auch allein gelassen? Ist da nicht irgendwo, hätte nicht was stattfinden müssen, wo man sich sagt, hey, komm her, es ist gut, oder wie siehst du das? Wenn ein Mensch allein gelassen wird, dann ist es seine eigene Verantwortung, dass er beim Nächsten, den er ansprechen kann und dem er Vertrauen schenken kann, Hilfe suchen kann. Du darfst nicht zu einem Menschen gehen und ihn belehren wollen, wenn er das selbst nicht wünscht, wenn er das selbst nicht erkennt, dass das so sein muss. Er muss selbst auf den Gedanken kommen, irgendwo, wo es für ihn akzeptabel ist, Hilfe holen zu können. Ob es nun irgendwelche materielle Hilfe ist oder irgendwelche gedankliche, gefühlsmäßige Hilfe ist. Jeder Mensch muss zu sich selbst finden und wenn du ihm irgendwelche Dinge gibst, die er nicht will, von sich aus, dann machst du mehr kaputt in ihm, als dass du ihm helfen kannst. Wie steht die Familie in deiner Lehre? Was hat die Bedeutung der Familie? Die Familie in meiner Lehre, die hat den Stand dessen, dass Frieden, Freiheit, Liebe und Harmonie herrschen muss, dass ein Zusammenleben in Liebe möglich ist, sowie in allen anderen Werten, und dass in der Familie so gearbeitet wird, dass auch die Zukunft zum Stimmen kommt mit den Kindern, mit der ganzen Familie, mit allem drum und dran, was sich daraus alles ergibt. Als Ganzes, man sieht ja in verschiedenen Religionen oder Glaubensrichtungen immer einfach den Trend zu sagen, für die Familie oder für den Stamm. Ich denke, das ist auch irgendwann einer der großen Konflikte, warum christliche Führer sich nicht wirklich mit, wie sagt man, Mohammedanern verstehen können oder wirklich Verständnis aufbauen können, weil sozusagen Familie gegen Clan oder Familie gegen Tribe. Wie siehst du das? Redest du eher, lehnst eher gegen die komplette Individualität? Würdest du eher sagen, die Gemeinschaft ist das Wichtigste oder die Familie ist das Wichtigste? In Bezug darauf, was Mohammedaner anbelangt, es gibt keine Mohammedaner. Es gibt nur Muslime und Muslima.
Es ist nur beim Christentum so oder beim Buddhismus so, dass die Religion nach den Gründern dieser Religion genannt wird. Beim Islam ist das anders. Es gibt nur Muslime oder Muslime, aber keine Mohammedaner. Und was das andere anbelangt, in Bezug auf die Familie, die Familie ist an und für sich ja ein Block. Genauso wie jede andere Gemeinschaft ein einziger Block ist, ob es ein Verein ist oder eine Organisation ist. Aber auch in der Familie drin muss die Individualität von jedem einzelnen Mitglied gegeben sein, damit es die eigene Verantwortung tragen kann, selbst entscheiden kann, selbst handeln und wirken kann. Es ist also notwendig, dass die Individualität auch in einer Gemeinschaft, ob es nun einfach eine einfache Ehe ist ohne Kinder oder ob es eine Familie ist mit Kindern, dass die Individualität von jedem Einzelnen gewahrt wird, damit die Freiheit von jedem Einzelnen gewährleistet ist, sowie auch der Frieden, die Harmonie und die Liebe, die sich natürlich dementsprechend ausrichtet, wie der Mensch die Liebe eben erfährt und wie er sie aufbaut und weitergibt. Du würdest also sagen, im Mittelpunkt deiner Lehre steht nicht die Familie oder die Gemeinschaft, sondern die Individualität. Es ist die Individualität, aber es ist die Individualität, die in der Familie maßgebend ist. Doch in dieser Individualität ist auch die Verbundenheit von allen einzelnen Gruppenmitgliedern oder Familienmitgliedern gegeben. Ohne diese Gemeinsamkeit kann eine Familie nicht bestehen, auch wenn alles individuell ausgerichtet sein muss mit jedem einzelnen Mitglied. Und das ist, wenn man eigentlich nur Schutz sucht, ist man verloren? Wenn man einfach nur Schutz sucht, dann ist es nicht damit getan. Man muss, wenn man Schutz sucht, auch diesen Schutz anerkennen können und in sich selbst aufbauen können. Einfach Schutz zu suchen bei irgendjemandem, ob es nun in der Familie ist oder in der Gemeinschaft ist, mit dem ist es eben nicht getan. Denn hinter dem Schutz, den der Mensch braucht, steht sehr viel mehr. Nämlich auch wiederum, wie immer, die Liebe, die Freiheit, der Frieden und die Harmonie, das sind die wichtigsten Faktoren, die in allem und jedem existieren. Und das notwendige Wissen und die Weisheit, die daraus hervorgeht, wie aber auch die Erfahrung, die wiederum erlebt werden muss. Was hast du zum Mitleid zu sagen? Mitleid ist völlig falsch angebracht, denn mit Mitleid erreicht man nichts, was der Mensch haben muss für sich selbst, genauso wie für den Mitmenschen, das ist ein Mitgefühl. Wenn jedoch ein Mitleid besteht, dann leidet der Mensch, der dieses Mitleid aufbringt, mit dem anderen Menschen und dann kann er weder sich noch dem anderen Menschen helfen. Er muss also mit dem anderen mitfühlen, er muss fühlen können, was der andere Mensch ebenfalls fühlt und dann kann er demgemäß irgendeine Ratgebung zurechtlegen oder kann ihm sonst irgendwie auf eine Art und Weise helfen. Anders ist das nicht möglich. Jedenfalls nicht mit Mitleid, das ist völlig falsch. What is Mitleid? Mitleid means compassion. This will be interesting. Du redest immer von den großen Idealen, Wahrheit, Ehrlichkeit, Liebe, mal auf die Liebe zu sprechen. Was bedeutet Liebe für dich? Liebe ist die absolute Gewissheit dessen, in allem mitzuleben und mitzuexistieren. Das ist kurz und bündig gesagt, was Liebe wirklich ist. Liebe ist nicht einfach ein Gefühl,
Denn gefühlsmäßige Liebe, die führt in der Regel ins Elend, in Not und weiß ich was alles. Das sieht man bei Menschen, die verliebt sind, die gehen nach dem Aussehen des nächsten Menschen, die gehen nach dem Geld, das er hat, nach den Möglichkeiten, nach den Fähigkeiten und so weiter und so fort, nach dem Beruf. Und eine solche Liebe kann nicht beständig sein. Wenn Liebe ist, dann muss es wahre Liebe sein. Und wahre Liebe, die fundiert nicht einfach in Gedanken und Gefühlen, wie der Mensch das allgemein praktiziert, sondern es kommt aus dem geistigen Bereich heraus, aus dem Gemüt. Und das ist die sogenannte Empfindungsliebe. Und die ist beständig und unzerstörbar. Die gefühlsmäßige Liebe jedoch, die führt zu einem Verliebtsein in irgendwelche Dinge, die an diesem Menschen, der eben in Verliebtheit geliebt wird, und dann kommt es automatisch früher oder später wieder zum Bruch. Es ist also nichts Beständiges. Das heißt, Liebe ist in allem vorhanden. Liebe ist nicht nur im Aussehen, im Geld, in den Fähigkeiten, sondern Liebe ist im Menschen vorhanden. Liebe muss für den Menschen an und für sich gegeben sein. Und Liebe ist in allem vorhanden und muss für alles vorhanden sein, was existent ist. Ist es nicht etwas kalt zu sagen, es ist eigentlich eine Bewusstseinsentscheidung, wo ist denn das Herzliche dabei, das Herzliche, was wir eigentlich kennen, wenn wir von Liebe sprechen? Wenn von Liebe gesprochen wird und von Herzlichkeit, die Liebe, die Herzlichkeit, wie der Mensch so sagt, die Herzlichkeit, die kommt erst dadurch, dass der Mensch mit dem Anderen, mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, mit all seinen Regungen mitlebt. Erst das erschafft die Herzlichkeit. Und wenn das nicht gegeben ist, kann keine Herzlichkeit aufkommen. Dann ist es nur ein Verliebtsein. Und Verliebtheit ist in jedem Fall falsch, weil Verliebtheit niemals beständig ist. In der Liebe ist eine Verbundenheit also gegeben mit dem Mitmenschen. Eine wirkliche Verbundenheit, die gedanklich und gefühlsmäßig auch gegeben ist. Und nicht nur anhand des Aussehens des Nächsten oder des Geldes wegen oder seiner Fähigkeiten oder seines Berufes wegen oder weil er jetzt irgendetwas Heroisches getan hat und so weiter und so fort, sondern es ist eine innere Verbundenheit, die Menschen dann zusammenschweißt sozusagen, wenn eine empfindungsmäßige Liebe gegeben ist. Und dann ist das, was gesagt wird, die Herzlichkeit ist dann eben vorhanden. How can we learn about creation? Wie können wir über die Kreation lernen, Schöpfung lernen? Yeah, from observing nature. Wenn wir die Natur uns angucken und beobachten. Ja. Läuft. Wenn wir die Natur beobachten, dann können wir sämtliche schöpferischen Gesetzmäßigkeiten und Gebotsmäßigkeiten in der Natur erkennen. Beginnen wir ganz einfach damit, wenn wir zum Beispiel einen kleinen winzigen Samen haben, so klein er auch sein mag, so winzig er auch sein mag, er beginnt zu keimen, wenn er Flüssigkeit hat. Und durch das Keimen wächst langsam eine Pflanze heran, wird immer größer und größer, bis sie zur Vollendung gelangt. Er ist zur relativen Vollendung gelangt, denn sie ist ja auch dem Werden und Vergehen eingeordnet, dass sie also eines Tages wieder verdorrt oder vergilbt oder was es eben ist. Und wenn wir diese Gesetzmäßigkeiten so betrachten, nehmen wir die einzelne Pflanze, neben der kommt die nächste, neben der kommt wieder die nächste. Und da sieht man schon in diesem Ding, in dieser Form, wo Pflanze an Pflanze
nebeneinander wächst, wie es möglich ist, in der freien Natur das Gesetz des Zusammenlebens, des friedlichen Zusammenlebens der Pflanzen zu erkennen. Genauso wie mit den Tieren auch. Bei den Tieren ist genau dasselbe gegeben. Aber bleiben wir bei den Pflanzen. Die haben eine friedliche Koexistenz. Die leben einander, ohne einander zu harmen, ohne einander zu töten oder sonst irgendwie zu beeinträchtigen. Und so können alle Dinge in der Natur, was schöpferische Gesetzmäßigkeiten sind, nach denen der Mensch leben soll, kann alles in der freien Natur beobachtet und wahrgenommen und erkannt werden. The seed is the thought of creation for etwas, whatever. Der Samen ist der Gedanke der Kreation. And it contains the idea. Und es enthält die Idee. Of the Punkt of future, what do you call it? Say again. It contains the idea of the future of this thing. Und es enthält die Idee für die Zukunft des Samens. Yeah. Yeah. And the creation, everything is the thought of the creation. Yeah. Alles ist die Idee der Kreation. Yeah. In various vibrations. In verschiedenen Versionen. Yeah. And in various durations. Mm-hmm. Und in verschiedenen Längen. Wenn wir weitergehen beim Samen, in dem sind die schöpferischen Gesetze, die schöpferischen Gesetzmäßigkeiten bereits eingegeben und dementsprechend wächst dann auch der Same, er keimt und entwickelt sich zu dem, was im Samen als schöpferische Gesetzmäßigkeit, als Richtlinie vorgegeben ist, wodurch daraus also eine ganz bestimmte Pflanze, eine Blume oder ein Baum oder was es auch immer ist, entstehen kann. Und beim Menschen ist es genau dasselbe. Er hat das Schöpferische hat er in sich in Form des Geistes, respektive der Geistform, die dem Menschen vorgibt, was er eigentlich sein muss, nach was, wonach er eigentlich leben muss und was er eigentlich werden muss. Und wie soll ich sagen, es ist also praktisch in der Natur draußen, in jeder Pflanze, genauso wie in jedem Getier, genau dasselbe Gesetz vorhanden wie im Menschen selbst, um das zu werden, was der eigentliche Same vorgibt. Okay. Yeah. You go ahead. You have one more thing. The person comes from a seed. Der Sohn kommt von einem Samen. But. Aber. From the consciousness and Bewusstsein. Und vielleicht von der Zeit, ich weiß nicht, kann man ein andere Dinge werden sein, nicht? Say in German, say in English. A person comes from the idea of becoming a human being, but from either the consciousness or the spirit, he can create himself even more. He has the freedom and the ability to create. Der Einfluss, haben wir schon vorausgesetzte Eigenschaften und wie sagt mal, die Naturgesetze, aber wir können sie auch durch unser eigenes Bewusstsein beeinflussen. Ja. Was in Bezug des Samens ist, der gibt vor, was die Pflanze eines Tages sein wird. Genauso wie der Same des Menschen vorgibt, dass er ein Mensch sein wird. Im Gegensatz zum Menschen jedoch hat das Pflanzenwesen, respektive der pflanzliche Samen, oder die Pflanze selbst, kein bewusstes Bewusstsein, sondern nur ein Impulsbewusstsein. Gegensätzlich zum Menschen, der ein bewusstes Bewusstsein hat
und durch dieses bewusste Bewusstsein sich bewusst evolutionieren kann und aus sich verschiedene Dinge erarbeiten kann, wie Berufe, Wissen, eben kommen wir wieder auf Liebe, Wissen, Weisheit, Frieden, Freiheit, Harmonie, Ausgeglichenheit und so weiter und so fort. Wodurch der Mensch also die Möglichkeit hat, sich selbst bewusst weiterzuentwickeln in seinem Bewusstsein über das hinaus, was grundsätzlich einfach durch den Samen vorgegeben ist. Man baut sein eigenes Verständnis für die Welt und für die Wahrheit auf. Und wenn das passieren kann, passiert es nur dann, kann ich wirklich eine Verbindung mit meinen Mitmenschen aufbauen. Ja. Wo fängt denn genau jetzt die Wärme, das Mitgefühl, die Liebe an? Ist es nicht etwas sehr kalt zu sagen, ich muss erst mein Ich wirklich entwickeln, bevor ich von Liebe und von Miteinander reden kann? Ist nicht das Miteinander und die Liebe, was mich eigentlich dazu bringt, das Verständnis aufzubauen? In Bezug auf die Liebe ist noch Folgendes zu sagen. Der Mensch kann Liebe erst dann in sich aufbauen, wirkliche Liebe, ich rede jetzt nicht von gefühlsmäßiger Liebe, die einfach durch Gedanken und durch das Beobachten von irgendwelchen Dingen, von Gegenständen oder von Menschen, vom Ansehen oder Geld und so weiter abhängig ist. Wenn Liebe aufgebaut werden will, wirkliche Liebe, wahrheitliche Liebe, wahre Liebe, empfindungsmäßige Liebe, dann ist es notwendig, dass der Mensch die Wahrheit erkennt und dieser Wahrheit gemäß lebt. Das heißt, er muss in sich selbst mal klar werden mit sich selbst, wer er überhaupt ist. Und wie er die Dinge aus sich selbst heraus, aus seiner Selbsterkenntnis heraus formen kann. Und erst dann, wenn er diese Selbsterkenntnis in genügendem Maße an sich betrieben hat und zu Erkenntnissen Zugang gefunden hat, die es ihm ermöglichen, die Dinge so zu sehen, wie sie wahrheitlich sind, dann ist es auch möglich für ihn, dass er eine wahre Liebe aufbauen kann. Anders ist das nicht möglich. Das heißt also, der Mensch, wenn er wirklich lieben will, muss er lernen. Er muss gemäß der Wahrheit lernen, er muss die Wahrheit erlernen. Und nach der muss er dann sein Leben führen, nach dem muss er dann leben und nur auf diese Art und Weise ist es möglich, wirkliche Liebe zu erschaffen. Ja, ich würde gerne über die, wie sagt man, Zukunft sprechen, über die Möglichkeiten, wie wir eine gute Zukunft leben können. Du als, wie sagt man, Lehrer oder Künder redest darüber, dass eines der größten Probleme der Welt Überbevölkerung ist. Hast aber selber schon 4 Kinder oder 5 Kinder in die Welt gesetzt. Wie siehst du das eigentlich? Hast du das ganze Gegenteil gemacht von dem, was du als große Gefahr siehst? Was in Bezug auf meine Familie ist und auf meine Lehre ist, hinsichtlich Kinder haben und so weiter und so fort. Die Grundregeln für die Erde gelten, dass pro Ehepaar 3 Kinder auf die Welt gestellt werden können oder auf die Welt gestellt werden dürfen. Und wenn ich nun 6 Kinder habe, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich wieder die Gebote verstoße, die sagen, dass mehr Kinder, weniger Kinder oder mehr Kinder aufgebaut werden sollen, damit die Überbevölkerung nicht steigt und so weiter und so fort. Denn aus meiner Ehe sind 3 Kinder hervorgegangen und das ist im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten. Und ein weiteres Kind ist hervorgegangen, nachdem ich geschieden war.
aus mit meiner Lebenspartnerin, mit Eva, ist also auch im Rahmen des Gesetzmäßigen. Und die zwei anderen Söhne, die habe ich nicht selbst gezeugt, sondern die habe ich an Vaterstatt angenommen. Das ist also auch nicht wieder die Gebote und Gesetzmäßigkeiten gerichtet in Bezug auf die Überbevölkerung. Was ist das große Problem mit der Überbevölkerung? Ich meine, wenn wir alle drei Kinder haben dürfen und dann nochmal ein Kind mit jemand anders oder jede Ehe drei Kinder haben darf, das bedeutet ja eigentlich auch Überbevölkerung. Es würde keine Überbevölkerung zustande kommen oder es wäre keine Überbevölkerung zustande gekommen, wenn der Mensch sich daran gehalten hätte, dieses Gesetz einzuhalten, dass pro Ehe nicht mehr oder pro Lebensverbindung zwischen Mann und Frau nicht mehr als drei Kinder auf die Welt gestellt worden wären. Das hätte sich dauernd gesetzmäßig, naturgesetzmäßig hätte sich das ausgeglichen, dass die Bevölkerung der Erde im normalen Rahmen von etwa 529 Millionen Menschen geblieben wäre. Durch das aber, dass immer mehr Menschen auf die Welt gestellt wurden und die haben wieder gezeugt und wieder gezeugt und wieder gezeugt und zwar immer sehr viel mehr, als eigentlich gesetzmäßig in Bezug auf die Erde zulässig gewesen wäre, hat sich dann die Bevölkerung eben rapide gesteigert. Und warum ist das so eine große Gefahr, der Zuwachs der Bevölkerung? Und wie ist unsere Lösung? Wie können wir damit umgehen? Die große Gefahr der Überbevölkerung, das erleben wir schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, besteht darin, dass das Klima zerstört wird durch all die Machenschaften, durch die technischen Machenschaften, die der Mensch hier auf der Erde eben entwickelt. Und dass immer mehr Schmutz in die Luft, in die Atmosphäre entladen wird, die Wasser vergiftet werden, die Tierwelt ausgerottet wird, und immer mehr Land kaputt geht, das gebraucht würde für normalen menschlichen Lebensraum. Der menschliche Lebensraum wird immer kleiner, je mehr die Überbevölkerung wächst. Und eines Tages, wenn es so weitergeht, ist nicht einmal mehr genügend Platz, dass sich der Mensch noch frei bewegen kann. Denn die Überbevölkerung, die hat es auch in sich, dass sie eben Land zerstört, wie ich gesagt habe. Andererseits wird das Klima immer mehr zerstört durch fossile Brennstoffe und so weiter, durch die Abgase, die erzeugt werden. Die Ressourcen der Erde werden ausgebeutet. Dann kommen immer mehr Kriege, es gibt immer mehr Mord und Totschlag, es gibt immer größere Kriminalität, es entstehen größere Seuchen, Epidemien, Pandemien und so weiter und so fort. Die Krankheiten steigen, Medikamente werden nutzlos und das führt wieder dazu, dass wieder Menschen sterben in Not und Elend mit großen Schmerzen und allen möglichen Erscheinungen, die es sonst noch gibt. Und wie wäre die Lösung? Wie können wir das verhindern? Die Lösung, die Überbevölkerung auf der Erde einzudämmen, die wäre ganz einfach dadurch erreichbar, dass vernünftige Menschen in die Regierungen gewählt würden und die Bevölkerung selbst, die Masse Menschheit selbst vernünftig genug wäre, um zu bestimmen, dass für längere Zeiten komplette Geburtenstopps stattfinden, damit die Menschheit sich reduziert. Man könnte zum Beispiel machen 7 Jahre völliger Geburtenstopp, ein absolutes Verbot, dass Nachkommen gezeugt werden dürfen, dann wieder 7 Jahre offene Geburten, wobei jedoch beschränkt sein müsste auf 1 oder 2 oder 3 Kinder pro Ehegemeinschaft oder Lebensgemeinschaft.
dann wieder 7 Jahre Geburtenstopp und zwar so lange, bis die Menschheit auf 529 Millionen reduziert wäre und dann hätte man auf der Erde den normalen Stand, den die Erde allein verkraften mag. Und das Verkraften mögen der Erde in Bezug auf die Menschheit ist derart ausgerichtet, dass die Erde im Überfluss Nahrung und Ressourcen liefert, wenn sie im normalen Stand von 529 Millionen Menschen wäre. Was würdest du den Menschen sagen, die sagen, in unserem eigenen Land gibt es nicht genug Menschen, die sich weiter zeugen, aber in anderen Ländern? Wenn Menschen sagen, sie hätten nicht genug Menschen im eigenen Land, also die eigene Staatenpopulation, respektive Landpopulation wäre zu klein, um genügend Menschen zu zeugen, weil es in anderen Ländern sehr viel mehr hätte, dann ist das absoluter Unsinn und eine Verantwortungslosigkeit ohnegleichen. Und zwar darum, denn auch in einem Land, das eine kleine Population hat, wenn dort mehr Menschen gezeugt werden, dann steigt die Überbevölkerung dermaßen trotzdem an, dass es immer mehr überhand nimmt. Und je mehr Menschen gezeugt werden, umso mehr steigen auch alle Probleme, ob es Kriminalität ist, ob es die Notwendigkeit ist von Medizin und Forschung und Technik und weiß ich was alles. Die Probleme steigen mit der Zahl der Überbevölkerung, auch in Bezug auf notwendige Energien. Es werden immer mehr Atomkraftwerke gebaut, es werden immer mehr Wasserkraftwerke, Windkraftwerke und so weiter gebaut. Und wenn irgendein Projekt in Anspruch genommen wird, in Angriff genommen wird, um diesem Problem entgegenzuwirken, dann ist das Problem, wenn die Sache, die aufgebaut wird in Bezug auf ein neues Kraftwerk und so weiter, bereits wieder überfällig, weil die Menschheit inzwischen bereits wieder derart angestiegen ist, dass selbst das neue Werk, das gebaut wurde, nicht mehr ausreicht, um die Menschen mit Energie zu versorgen. Aber diese Dinge werden von den Verantwortlichen und von der Menschheit selbst überhaupt nicht bedacht und nicht überdacht. Genauso wie sehr viele andere Dinge auch, die im Zusammenhang stehen mit der Überbevölkerung. Auch eben deswegen, dass durch das, dass die Überbevölkerung steigt, immer weniger Lebensraum entsteht und immer weniger Raum entsteht, um Nahrung pflanzen und Nahrung schaffen zu können. Wie stellst du dir vor, dass wir Frieden auf dieser Erde zustande bringen? Es gibt so viele kulturelle Unterschiede, es gibt so viel Spannung auf der ganzen Welt. Wie schaffen wir das wirklich, Frieden zu machen? Auf der Erde kann nur dann Frieden geschaffen werden, wenn die Menschen allgemein, und ich rede von der gesamten Menschheit, endlich dazu übergehen, die schöpferischen Gesetzmäßigkeiten zu befolgen. Und das ist wiederum nur möglich, indem dass diese schöpferischen Gesetzmäßigkeiten von Regierungswegen den Menschen gelehrt werden und die Menschen gewillt sind, diese Lehre zu akzeptieren und zu erlernen. Also kommen wir wieder darauf, dass es nur möglich ist, dadurch, dass die Lehre der Wahrheit gelernt und akzeptiert und gelebt wird. Nur dadurch ist es möglich, all die hohen Werte zu schaffen, die wiederum nur Liebe, Freiheit, Frieden, Harmonie, Ausgeglichenheit und Positivität sind. Du redest von einer Friedenstruppe, die geformt werden soll, die ganz aggressiv eintritt, wenn es irgendwo Unfrieden oder Aufregung gibt. Erzähl uns mal darüber, wie du das vorstellst. In Bezug auf die Friedenskampftruppe, die bereits zurückführt auf Nokodemion, das ist der erste Mann, der vor Jahrmillionen die Geisteslehre erschaffen hat, die dann weitergeführt wurde durch Henoch und Henoch. So hat diese Friedenskampftruppe, das ist eine multinationale Form, also multinationale Friedenskampftruppe,
die einheitlich geschaffen werden müsste von sämtlichen Staaten der Welt, von sämtlichen Ländern, in einer großen Zahl von Armeeangehörigen, die mit allen Notwendigen bewaffnet ist und unter einem Weltregierungskommando steht, das dafür sorgt, dass Friede ist auf der Erde. Das kann aber nur in dem Rahmen geschehen, dass wenn irgendwo ein Herd auftritt, wo Kontrahenten aufeinandertreffen, einander bekriegen, dass diese sofort durch diese Übermacht der Friedenskampftruppe entwaffnet werden und, diesen Ländern, diesen Staaten, diesen Kontrahenten sämtliche Möglichkeiten entzogen werden, dass sie jemals nochmals Waffen erstellen oder kaufen oder erhalten können als Geschenk oder sonst wie auch immer. Denn es ist notwendig, dass nur durch eine Entwaffnung der Staaten die Möglichkeit gegeben ist, dass zwei Kontrahenten, zwei Staaten miteinander nicht Krieg führen oder ein Staat, wie es immer wieder vorkommt, in ein anderes Land einfällt und dieses unterjocht oder annektiert oder ausbeutet und so weiter und so fort zum Profit und was alles so möglich ist. Und diese Friedenskampftruppe, die müsste weltweit stationiert sein, dass sie innerhalb 24 Stunden einsatzbereit in ein Land eindringen und alle Armeen entwaffnen könnte, die miteinander Krieg führen. Haben wir nicht schon sowas Ähnliches wie Diplomatie und UNO-Einsätze? Ist das nicht irgendwo auch so eine Friedenstruppe? Diplomatie nützt dabei überhaupt nichts. Und was wir haben in Bezug darauf, wo sie multinationale Friedenstruppen nennen, die UNO, das ist eine Organisation der Lächerlichkeit. Denn das, was die UNO macht, das ist nicht das, was eine multinationale Friedenskampftruppe tun müsste, nämlich die Kontrahenten in den Ländern, die sich bekriegen, entwaffnen, und zwar endgültig für alle Zeiten. Die kommt die UN hier. The UN is trying to interfere with our conversation. Fünf Minuten, dann haben wir es. Ist schon Viertel vor, oder? Ja, vor? Aber er ist noch nicht da. Okay, gut. Also, eben die multinationalen Friedenskampftruppen, das wäre etwas völlig anderes als das, was die UNO mit ihren lächerlichen Unternehmungen darstellt, die weder Frieden bringen, noch sonst irgendwelchen großen Nutzen bringen, denn die UNO, die geht nur rein, sie hat wohl teilweise bewaffnete Leute, bewaffnete Soldaten und so weiter und so fort, aber die tun nicht das, was sie eigentlich müssten, nämlich die Kontrahenten entwaffnen. Und das wäre eine Aufgabe für eine multinationale Friedenskampftruppe, was bedeutet, dass also auch irgendwie logische Gewalt angewandt werden muss, um diese Entwaffnungen durchzuführen. Was ist mit Diplomatie? Warum hilft dann Diplomatie nicht? Diplomatie in Bezug auf Kriege und auf Frieden schaffen und so weiter, das ist ebenso eine Lächerlichkeit wie das, was die UNO mit ihren Soldaten und Einsätzen macht. Denn Diplomatie sind nur leere, hohle Worte, die keinen Nutzen bringen. Es stehen keine Handlungen dahinter, die eine Entwaffnung der Staaten bringt. Oder der Staaten bringen würde. Eine multinationale Friedenskampftruppe, die müsste einfach darauf ausgerichtet sein, dass sie ebenfalls unter Kontrolle steht und keine eigenen Aktivitäten macht, ohne dass sie von der Weltregierung, und das wäre eben notwendig, beordert würde, um dort einzugreifen, wo es notwendig ist. Und so würden nach und nach sämtliche Staaten der Erde entwaffnet. Es gäbe keine Staatenarmeen mehr, sondern nur noch die multinationale Friedenskampftruppe, die für alle Sicherheiten auf der Erde verantwortlich wäre. Okay.
Du hast einige Prophezeiungen, die du auch aufgeschrieben hast. Was ist der Unterschied zwischen Prophezeiung und Voraussagen? Eine Prophezeiung ist eine Darlegung von irgendwelchen Dingen, die aus Ursache und Wirkung entstehen. Eine Prophezeiung ist also immer änderbar. Wenn irgendetwas prophezeit wird, dann bedeutet das, dass das als Wirkung von einer bestimmten Ursache entsteht. Wird aber die Ursache und der Lauf bis zur Wirkung verändert, dann ändert sich auch die Prophetie, dann muss sie also nicht eintreten. Das heißt, wenn eine Prophetie gemacht wird, dann beruht die darauf, dass aus seherischen Gründen oder aus berechnerischen Gründen von der Ursache aus die ganze Sache berechnet wird bis zur Wirkung. Wenn es in bestimmten Rahmen so weiterläuft, dann ergibt sich das und das als Wirkung. Das heißt also, wenn eine Ursache in einer bestimmten Richtung ausgearbeitet wird durch den ganzen Lauf der Dinge, dann ergibt sich ein ganz bestimmtes Ziel, eine ganz bestimmte Wirkung. Wird aber aus der Ursache heraus die Dinge, werden die Dinge geändert aus der Ursache heraus, dann ergibt sich auch eine andere Wirkung, folglich also Prophetien immer änderbar sind. Eine Voraussage jedoch, die beruht auf etwas völlig anderem, die beruht auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die der Mensch anstellt oder unternimmt aus bestimmten Ursachen heraus, die laufenden Faktoren zu errechnen, was sich dann als Wirkung ergibt. Dann haben wir aber neben den Voraussagen haben wir noch die Vorausschau. Und das sind wiederum andere Dinge, denn die Vorausschau, die beruht darauf, dass Menschen Dinge in der Zukunft sehen, zum Beispiel durch Zeitreise oder irgendwelche andere Dinge oder durch Visionen und so weiter und so fort, die dann eben in der Zukunft geschehen. Das ist dann eine Vorausschau.